Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einen neuen Card Duplication Glitch zeigen. Leider ist der nicht solo, das heißt ihr braucht die Hilfe von einem Freund. Dafür braucht ihr aber kein iFood-Kennzeichen, das heißt ihr werdet immer saubere Kopien erstellen. Ihr und euer Freund benötigt die gleiche Autowerkstatt. Euer Freund, ja, muss sich einfach nur in seine Autowerkstatt begeben. Und dort die ganze Zeit drin chillen. Mehr muss der Freund auch nicht machen. Wir fordern dann schon mal unsere MOC an, begeben uns dann auch zur Autowerkstatt. Ganz wichtig, in der MOC muss sich das Auto befinden, was ihr duplizieren wollt. Einfach ein Winnie Easy, komplett aufgetuned. Und dann halt noch so viele Elegies oder Autos, die ihr nicht mehr benötigt, so viele Kopien, wie ihr euch erstellen wollt. Und dann würde ich sagen, lassen wir auch schon direkt losstarten. Das, was wir machen, ist, wir begeben uns zunächst zu der Garage, wo das Auto drin steht, was wir nicht mehr benötigen. So, wir steigen einfach in das Auto ein, fahren einmal raus. Draußen angekommen, öffnen wir das Interaktionsmenü, das Fahrzeug einmal einlagern. Anschließend gehen wir auf Sonderfahrzeuge, mobile Kommandozentrale. Nun das persönliche Fahrzeug aus der mobilen Kommandozentrale einmal anfordern. Und mit diesem Easy begeben wir uns dann jetzt zur Autowerkstatt. So, wir fahren einfach in die Autowerkstatt von unserem Freund rein. Dort angekommen, jetzt entweder einmal das Fahrzeug reparieren oder irgendwas Günstiges am Fahrzeug ändern. Dann können wir die Autowerkstatt wieder verlassen. Ja, jetzt draußen angekommen, müssen wir uns jetzt beeilen. Wir müssen jetzt ganz schnell in unsere MOC hinten reinfahren, weil sonst das Auto despawnen wird. Da müsste es wirklich ganz schnell sein. Einfach in den blauen Kreis reinfahren, die Vollmeldung, die einfach bestätigen. Und schon habt ihr die erste Kopie abgespeichert. Ihr seht, mein Kennzeichen hinten ist, die letzten Ziffern sind 544. Das ist jetzt die Kopie, die wir uns erstellt haben. Das originale Fahrzeug, was eben in der MOC stand, steht jetzt bei uns in der Garage. Könnt ihr einmal gucken. Und hier steht jetzt das Auto, was eben in der MOC stand. Und das hat jetzt hier hinten die 489. Also ein komplett anderes Kennzeichen. Und damit ist es eine saubere Kopie. Und ja, wenn ihr euch jetzt das nächste Fahrzeug duplizieren wollt, einfach wieder in irgendeine Garage reinfahren, in das Auto einsteigen, was ihr nicht mehr benötigt, das Auto wieder einlagern und ja, dann dieselben Schritte dann einfach wiederholen. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.